Nun, das war eine fantastische Kamerafahrt. Ich bin, oh Gott, aus dem Spiel rausgetappt, aus Versehen. Ja, ich bin fest davon überzeugt, dass das fantastisch wird. Ich muss die Kamera gleich nochmal verschieben. Sie liegt von einem anderen Spiel noch da oben. Aber ja, willkommen zu New York Mysteries, Secrets of the Mafia, beziehungsweise Geheimnisse der Mafia im Deutschen. Erstaunlich, dass sie New York Mysteries nicht mit New Yorks Geheimnisse übersetzt haben oder so, oder Geheimnisse in New York. Ich bin fest davon überzeugt, es wird großartig. Es geht natürlich um die Mafia, wenig überraschend. Was man auf Screenshots auf Steam gesehen hat, Cutscene-mäßig, sieht fantastisch aus. Gucken wir mal. Ich habe die ganze Zeit irgendwie so im Hinterkopf, dass ich von dem Entwicklerstudio schon mal ein Wimmelbildspiel gespielt habe. Habe dann nachgeguckt und festgestellt, das ist nicht der Fall. Also wir sind in der Hinsicht noch vollkommen unbedarft. Wissen oder ich weiß noch nicht, was mich hier erwartet. Kann es noch nicht einschätzen. Es sieht ein bisschen aus wie ein Big Fish Game, was es nicht unbedingt besser macht, aber es ist zumindest keins. Das ist ganz positiv. Und ich würde sagen, wir gehen gleich mal rein in den Aal. Ich hole mir aber ganz fix noch meinen Kaffee. Bin gleich wieder da. So, ich würde sagen, rein in den Aal, aber ich glaube, Schwierigkeit können wir gleich einstellen. Wir haben in der Lautstärke, ich habe das jetzt mal so Pi mal Daumen irgendwie gemacht, wir haben keinen extra Regler für Sprache. Ich habe keine Ahnung, in welchem Bereich die Cutscenes fallen. Ich habe keine Ahnung, ob es ein Voice-Over gibt. Ich habe keine Ahnung, auf welchen Regler das fällt. Eventuell müssen wir tontechnisch gleich noch ein bisschen was anpassen. Die gute Collector's Edition, ja. Ich glaube, Wimmelbildspiele, also 90% der Wimmelbildspiele existieren auch einfach nur als Collector's Edition, oder? Also eine normale Edition gibt es da gar nicht. So, ich würde sagen, wir gehen auf schwierig. Wollen wir Tipps anlassen? Oder machen wir Tipps auch aus? Also, dass wir Minispiele überspringen, ist, also das machen wir sowieso nicht, das ist klar. Was frage ich denn? Oh, der Chat sagt direkt, lieber anlassen, sicher ist sicher, okay. Ich hätte gedacht, es kommt sofort, nein, macht das aus. Ich weiß halt nicht, wie furchtbar es wird. Sekunden Cooldown ist gut, alles klar. Dann, es ist ja trotzdem auch mit, also es ist ja schwieriger als schwierig, so gesehen. 90 Sekunden Cooldown ist auch das Maximum. Vorschlag, schlechte Wimmelbildspiele einfach Schimmelbildspiele zu nennen. Fühle ich ein bisschen. Aber ja, also ja, aber auch nur ein klein bisschen. Egal, wir gucken mal, was hier so abgeht. Let's go. New York, 1955. American Museum of Natural History. It's become dangerous in the city. The Mafia is trying to seize power. But recently, a new force appeared here. A far more terrifying force. Over the last few days, 5 Mafia bosses have disappeared in mysterious circumstances. At the scenes of the disappearances, all they found was a strange liquid and a butterfly. But that's not what scared people. Children started to disappear in the city. All of them drew exactly the same butterflies before they disappeared. This forced the best detectives and journalists to take up the investigation. Oh nein, wir spielen eine Karen. Oh man. Nun, kurz, dass ihr es einmal gesehen habt, hinter der Kamera liegt das Menü. Das ist vermutlich unser Diary. Ja, das ist das Handbuch. Niemand braucht das.
Wobei doch, da ist Story drin. Okay, die lesen wir gleich. Und hier gibt es irgendeinen Button. Ah, hier können wir die Achievements angucken. Alles klar. Das liegt hinter der Kamera. Ich muss sagen, so als Opener, ich finde die Story-Idee erstmal gar nicht so furchtbar. Also hat mich ein klein bisschen. Also hat jede Option, trashig zu werden. Aber es ist jetzt bei weitem nicht das Dümmste, was ich hier in einem Wimmelbildspiel gesehen habe. Von daher gucken wir mal. Das Gefühl, die Musik hat fast noch eine Idee leiser, oder? Na, gucken wir gleich mal. Hier gibt es auf jeden Fall was zu lesen. Der Anruf. Ich erhielt einen Anruf von einem Mann namens Bishop. Er sagte, er habe Informationen über das Verschwinden der Kinder und der Mafia-Bosse. Bishop bat mich, ihn im Museum zu treffen. Als ich mich dem Museum näherte, sah ich, wie Polizeiautos vom Haupteingang wegfuhren. Im Museum scheint etwas vorgefallen zu sein. Ich muss hineingehen und mehr herausfinden. Hoffentlich ergibt das einen spannenden Artikel. Ah, wir sind Journalistin, okay. Wir sind Journalistin, keine Detektivin. Also vielleicht sind wir beides, wer weiß das schon. Die Übersetzung wirkt gut. Bislang auf jeden Fall. Aber die meisten Wimmelbildspiele kranken daher auch eher so an dem Punkt, dass dann, weißt du, dass du so Sachen hast wie Fliege und Fly und dann weißt du halt nicht, was für eine Fliege suche ich jetzt. Oder beziehungsweise Bow. Und dann ist eigentlich ein Bogen gemeint und es ist aber mit Schleife übersetzt, wie die Bowtie. Und ja, gucken wir mal. Ja, was haben wir denn hier? Ich soll jemanden im Museum treffen, aber die Tür ist verschlossen und die Klingel funktioniert nicht. Ich muss sie reparieren. Wir könnten auch einfach die Tür aufbrechen. Das ist laut. Die Soundeffekte, glaube ich, noch ein bisschen runterdrehen, in der Hoffnung, dass die Cutscenes da nicht runterfallen. Es ist nie wirklich viel leiser geworden, aber okay. Jan, was haben wir hier? Na, das ist doch schon mal safe irgendein Hinweis, oder? Okay, können wir sonst irgendwas mitnehmen? Eine Schere. Was ist das? Trägt sie das lächerlichste Fabergé? Also es ist ja wahrscheinlich nicht ihre Tasche, aber ist schon Ostern? Ist das das traurigste Fabergé-Ei der Welt? Ich weiß es nicht. Was ist das hier unten eigentlich? Oh, wir haben eine Map. Wir haben eine Menge Schauplätze auf jeden Fall. Boah, das erinnert mich, ich weiß nicht warum, aber das erinnert mich total an, oh, wie heißt es denn, die Tempel aus Path of Exile, wie hieß denn das Event? Mit Sana ist es, glaube ich? Nee, Sana ist das nicht. Falls ihr mal Path of Exile gespielt habt, wisst ihr, was ich meine. Irgendwie erinnert mich das total daran. Es sind, wie viele sind das denn? 12, 18, oh Gott, zählen ist schwierig, 24, es sind fast 30 Szenen, 29 glaube ich, wenn ich mich nicht verzählt habe, das ist ganz ordentlich. Was haben wir hier? Oh, es gibt Collectibles, Freiheitsstatuen, Koffer, Krawatten und Pokerchips, jeweils 9 Stück. Ja, dann nehmen wir doch diesen Koffer mal mit. Glückwunsch! Einige Schauplätze enthalten Sammelobjekte. Du hast das erste gefunden. Versuche, alle Sammlungen zu vervollständigen. Du erhältst eine Belohnung. Ich weiß jetzt schon, was wir vermutlich nicht schaffen, aber gucken wir mal. Moment, das sind... Einige Schauplätze enthalten Sammelobjekte. Das sind 36 Sammelobjekte, aber weniger Schauplätze. Das heißt... Entweder haben manche Schauplätze sehr viele. Ah, genau, die Incursion League war es. Dankeschön. Also entweder haben manche Schauplätze sehr viele Sammelobjekte und andere gar keine. Ein Stück Kabel wäre sicherlich nützlich. Oder es hat dann doch jeder Schauplatz was Sammelbares.
Okay, können wir noch irgendwo anders hin? Können wir... Kann ich das nicht mit der Schere aufschrauben? Okay. Ich finde es ganz gut, dass zumindest bei so Bereichen, wo wir was machen können, sich der Cursor ändert. Das ist schon mal viel wert. Dass wir das nicht einstecken können, verwirrt mich. Ach so, ich soll hier das Kabel abschneiden, das ist der Deal. Wir sollen nicht die... Ja, wir wollen ja auch die Klingel reparieren, nicht die Lampe. Das macht vollkommen Sinn. Es ist gar keine Klingel. Ist ein Türöffner von außen. Safety first in dem Museum auf jeden Fall. Oh Gott, es ist... wie heißt der Schauspieler? Der sieht auf den ersten Blick ein bisschen so aus wie der Typ aus Breaking Bad und der auch in Far Cry 6 den Bösewicht gespielt hat. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ich habe es heute nicht so mit Namen. Aber offenbar sind wir in der Ausstellung zum Mesozoischen Tal gelandet. Good evening. Er ist es doch nicht. I am Mr. Bishop. It was I who invited you here. I spoke with your editor. And he recommended you to me not only as a talented journalist, but as a good detective too. I imagine you've heard about the disappearing children and mafia bosses. I'd like to commission you for an article about this matter. I hope you won't refuse. There was a reason I arranged for this meeting in the museum. The last mafia disappearance happened right here. The police have already left. Only the museum guard remains. He'll let you look at the scene. Right now, you'll have to excuse me. I have to go. We'll see each other again. Seine Frisur ist bestenfalls fragwürdig. Seit wann lassen sich Journalisten von wem anders als ihrer Zeitung beauftragen? Also, ist das eine Sache? Ich dachte, du schreibst, wenn, dann für deine Zeitung oder deine Zeitschrift und nicht noch für dritte Auftrag. Also du schreibst nicht in deiner Zeitschrift einen Artikel, den wer anders in Auftrag gegeben hat, oder? Also es sei denn, es ist Werbung. Aber okay. Gucken wir mal. Ich dachte gerade, der T-Rex hat nur ein Bein, aber nein, das zweite ist in Wirklichkeit relativ weit hinten. Scheiße. Weißt du, wir kommen ins Museum und das Erste, was wir machen, ist was kaputt. Traumhaft. Aber wir haben eine Pinzette gefunden. Und in dem Scheinwerfer lag eine Menge Müll. Hier gibt es auch bestimmt ein Sammelobjekt, oder? Trägt der T-Rex eine Krawatte? Nee. Hätte ich gut gefunden. Was ist das hier? An manchen Schauplätzen sind Phantomobjekte versteckt, die ständig ihr Aussehen ändern. Du hast das erste gefunden. Finde alle 35 Objekte. The fuck? Also es gibt zu den 36 Sammelobjekten nochmal 35 Phantomobjekte? Ja, leck mir die Stirn. Okay, jetzt muss ich aber doch nochmal durchziehen, wie viele Schauplätze wir haben. Das sind 6. Nochmal 6 sind 12. Hier in der Ecke sind 18. Dann hier in der Mitte 6 dazu sind 24. Ich habe mich voll verzählt. Die 6 hier oben dazu sind 30. Es sind 35 Schauplätze. Okay. Das heißt, es gibt tendenziell überall ein Morph-Objekt. Hier auch. Hier gibt es grundlegend sehr wenig Objekte. Wobei, nein. Wobei. Nur, dass wir das erste gefunden haben, heißt ja nicht, dass das das erste ist.
Die Frage ist jetzt, können wir im späteren Spielverlauf hier wieder hin zurückkommen oder werden die Bereiche irgendwann gesperrt? Das ist jetzt so die wichtige Frage. Also bei den Morph-Objekten und Sammelobjekten dürft ihr gerne mitsuchen und mich im Chat darauf hinweisen, wenn ich irgendwas übersehe und die Szene verlasse. Aber hier sehe ich sonst auch weiter gerade nichts. Zählt der Schmetterling dazu? Nein. Ich klicke hier erstmal ein bisschen rum und wir gucken mal, was hier sonst so geht. Hier ist ein Riss im Boden. In dem Riss liegt etwas, aber meine Hand passt nicht hinein. Hätte gelacht, wenn er jetzt weggeflogen wäre. Ein Schmetterling, okay. Und damit ist der Riss jetzt auch völlig uninteressant geworden. Was haben wir hier? Jo. Hier muss der Mafia-Boss verschwunden sein. Den Gerüchten zufolge wurden an allen vier Tatorten solche Pfützen gefunden. Ich würde sagen, sie haben ihn einfach aufgelöst und gedacht, wir streuen ein bisschen Laub über die Pfütze, dann sieht das keiner. Er wurde im wahrsten Sinne des Wortes liquidiert, ja, in der Tat. Achso, das ist, ich dachte, wir können uns den Saurier angucken. Da stand ein Koffer. Ja, das, den habe ich total gesehen. Auf jeden Fall. Okay. Der Schaukasten ist an ein Alarmsystem angeschlossen. Wenn ich ihn öffnen will, muss ich den Alarm deaktivieren. Ja, oder wir fragen Mr. Bishop. Spoiler? Nein, nicht Spoiler, aber Vermutung. Mr. Bishop ist in Wirklichkeit der Böse und versucht mit dem Auftrag nur von sich abzulenken. Warum willst du den öffnen? Ich weiß nicht. Da sind wichtige Sachen drin, die wir verkaufen können, falls der Artikel nichts wird. Irgendwie müssen wir unsere Brötchen verdienen, oder? Also, ich finde das völlig gerechtfertigt. Gut, wir gehen mal eine Szene weiter. Hier ist auf jeden Fall so ein Pokerchip. Die Frage ist, haben wir jetzt auch noch ein Morph-Objekt irgendwo? There we go. Ich habe es zwar nicht morphen gesehen, aber das war so, irgendwie sah es komisch aus. Oh, guck mal, hier sind die Masken vom Eingang. Es fehlt aber eine. Und ich wette, natürlich fehlt eine. So, wir sind in dem Wimmelbildspiel. Aber die müssen wir dann garantiert richtig anordnen und dann löst das einen Mechanismus aus. Jetzt finde ich es aber umso schade, ist schade ein Wort, umso bedauerlicher, dass wir den Zettel nicht mitnehmen konnten. Was haben wir hier? Verschlossene Stromkästchen, okay. Hier ist noch ein Koffer. Läuft bei uns. Schon vier Sammlerobjekte. Bei sowas fände ich es halt echt super, wenn sie hier einfach so einen kleinen Hinweis an dem Koffer noch eingeblendet hätten, von wegen, hey, in der Szene gibt es noch was zu finden. Das finde ich halt immer total gut. Na, okay. Da haben wir noch eine Tür. Hier geht sonst scheinbar nicht viel. Erstmal, zumindest nicht ohne Maske. Was genau suchen wir jetzt alles? Wir suchen Koffer, aber ich kann es einfach aufmachen. Wir suchen Freiheitsstatuen, Koffer, Krawatten, Pokerchips und zusätzlich Morph-Objekte, also Sachen, die sich verwandeln. Also insgesamt einfach so 71 Objekte, weil wir ja sonst in dem Wimmelbildspiel nicht genug zu tun haben. Oh wow, Patrick Stewart, sieh hier. Damit hätte ich nicht gerechnet.